Der Notruf einer Frau führt Muri Demir und Isabel Telli zum Rheinufer im Kölner Süden. Die Schwester der Melderin ist verschwunden. Ich vermisse meine Schwester, die ist seit 2 Stunden weg. Ich habe ihre Sachen hier am Park gefunden, verteilt im ganzen Park. Okay. Und auf Rufen hat sie nicht reagiert, aber hier drin ist ein Personalausweis. Warum waren Sie hier? Genau. Weil sie immer hier am Joggen ist und regulär immer pünktlich zur gleichen Zeit nach Hause kommt. Aber und sie deswegen ist heute auch der Sportschuh. Sie haben nur einen Sportschuh gefunden, die Jacke und das Portemonnaie hier. Ja, nur das. Und das gehört definitiv nicht hier. Der Name des Besitzers ist der Schwester unbekannt. Auf dem Weg zur Fundstelle macht die 34-Jährige die nächste besorgniserregende Entdeckung. Oh Gott, da liegt ein Slip. Liegt ein Slip? Oh nein, das ist bestimmt ihr Raum. Was ist jetzt? Die ist bestimmt vergewaltigt worden. Ganz ruhig. Wie gesagt, nicht gleich den Teufel an der Wand machen. Bisschen mal runterfahren. So, können wir gerne mal gucken. Naja, gut, okay. Also, das Tuch, hat das jetzt auch was damit zu tun, was hier hängt? Nee, okay. Nee. Jetzt war nur eine doofe Frage mal. Sind Sie sicher, dass es eventuell von der Schwester ist? Ja, oder? Sowas kriegt sie. Ich weiß ja nicht, inwiefern man sich da auskennt, wer was trägt. Ja, wir gehen öfters. Darf ich noch mal in die Jacke gucken? Das ist ihre Jacke und das ist auch ihr Schuh. Aber hier waren jetzt auch keine, ich sag's jetzt mal, irgendwelche Blutanhaftungen oder so. Ich habe auch nichts im Park gesehen, also da war auch nichts. Machen wir so eine Nahbereisfahndung. Wie heißt die Schwester? Sarah Langer. Sarah, was hatte sie angehabt? Die normale Sportclub, die hat meist Leggings, den anderen Schuh dazu. Schwarze Leggings. Eine blaue Leggings. Eine blaue. Und ein helles Shirt. Ja. Auf die Beamten eilt eine weitere Dame zu, die Zeugin einer beunruhigenden Szene auf dem Parkplatz wurde. Ich bin hier lang gelaufen. Ja. Und dann hat man dann auch schon vorher ein Auto gesehen. Und da war ein Mädel drinnen, blonde Haare, nur mit BH und total verstört. Die ist aber so schnell an uns vorbeigefahren. Ja. Und da habe ich mir noch gedacht, meine Güte, nicht, dass da was Schlimmes passiert ist. Sie sind entführt worden. Was für ein Auto, was für ein VW Grad, Farbe? Oh, das war zu schnell. Das war ein schwarzer Kleinwagen. Kennzeichen haben sie auch nicht drauf. Nein, das war viel zu schnell. Dieses Auto nicht. Okay. Ja. Haben Sie jemand anderes in dem Fahrzeug gesehen oder war sie alleine? Können Sie da irgendwas zu sagen? Also ich glaube eher nur sie. Okay. Ich kann es aber nicht beschwören. Also dass sie selbst losgefahren ist, ja? Ja, sie selber. Ne, die war sehr also in welche gestört. Richtung? Hier in die Richtung. In die Richtung. Genau. Die Schwester hat in der Zwischenzeit den Verlobten der Vermissten informiert. Der ist ebenfalls alarmiert und will sich nun auch auf den Weg zu dem Besitzer des gefundenen Portemonnaies machen. Muri Demir informiert die Leitstelle. Ihr setzt jetzt um zu dem Herrn Eriksen. Gebt mir Bescheid, wenn ihr die Frau Lange gefunden habt. Alles klar. Gut, einmal bitte anschnallen. Ja. Noch ist unklar, ob das sichergestellte Portemonnaie und das Verschwinden der 30-Jährigen in direktem Zusammenhang stehen. Die Beamten agieren deshalb extrem vorsichtig. Guten Abend. Doch, wir sind von der Polizei. Der mit der Name. Sie sind der Eriksen, Ben? Ja. Eriksen, Ben, eine ganz kurze Frage mal. Vermissen Sie etwas? Haben Sie irgendetwas verloren? Wir haben ein Portemonnaie aufgefunden, wo wir Ihre Karte auch aufgefunden haben. Ja, mein Portemonnaie wurde geklaut. Ja. Wurde geklaut. Jetzt vor kurzem, heute oder? Jetzt vor ein paar Stunden, also heute, heutiger heute, Tag. Okay. Also ich habe auch noch nichts unternommen, gar nichts. Haben Sie nicht, sollte man aber eigentlich immer machen. Ne? Ja, mein erster Eindruck natürlich hier vor Ort angekommen. Eriksen, Ben macht natürlich die Tür auf, auch eigentlich relativ leicht bekleidet, eigentlich nur mit einem Handtuch. Da gehen schon einige, sag ich mal, Sachen einem durch den Kopf. Ob er eventuell mit diesem Sachverhalt, was wir halt draußen gesehen haben oder vorgefunden haben, was mit zu tun haben kann. Aber es ist ja auch nicht strafbar, im eigenen Zuhause halt mit einem Badehandtuch rumzulaufen. Wir haben eine ganz kurze Frage mal. Ja, wir vermissen eine Frau Lange, Sarah heißt die. Ja, rein zufällig sind die Sachen auch im Prinzip neben ihren Sachen aufgefunden worden, wo einige Kleidungsstücke noch mit dabei waren. Deswegen die Frage, ob Sie eventuell irgendetwas beobachtet haben oder wo haben Sie das überhaupt verloren? Am Parkplatz, beim Einkaufen ganz normal. Also aber über die Dame kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Der Name sagt Ihnen gar nichts. Ja. Doch, der Name ist eine Arbeitskollegin von mir, aber. Eine Arbeitskollegin? Ist eine Arbeitskollegin von mir, ja. Okay. Das ist natürlich so ein bisschen purer Zufall, könnte es natürlich sein, ne? Dass Ihr Portemonnaie mit der Karte quasi unmittelbar bei den Klamotten von ihr aufgefunden wird, ohne Ihnen jetzt was unterstellen zu wollen. Verstehen Sie? Nee, absolut, ich verstehe Ihre Denkweise, aber keine Ahnung, wie es dazu kommt. Kann ich wirklich nicht sagen.
Was hast du mit ihr gemacht? Jetzt sei ehrlich. Rück mit der Sprache raus. Was soll der Scheiß jetzt? Wer ist sie jetzt? Oh lange, sie sollten nicht am Auto bleiben. Na, das ist die Schwester, bleiben, die sich... Ne? Hier, wir suchen diesen Schuh. Haben Sie den schon mal gesehen? Den zweiten? Wo ist denn jetzt einfach das Problem? Was habe ich denn mit dem Schuh zu tun? Oder mit sonst? Ich muss hier mal rein. Also so, dieser Schuh... Sie bleiben mal kurz draußen. Sekunde. Ja. Sarah! Nee, nicht Sekunde. Nee, jetzt mal Butter bei der Wisch. Genau, kommst du mal ruhig in die Richtung. Ja. Ja, das ist der zweite Schuh. Genau. Sie haben uns eben erzählt, Sie haben die Dame heute nicht gesehen. Sie mal kurz mal rein. Also jetzt ist Sarah, kommst du jetzt mal bitte? Frau Lange? Sarah? Bin ich mal noch ein Stück rein. Ist sie das? Ja, ja? Das Frau Lange? Ja. Frau Lange, willst du selber dann erzählen? Ja, also diese Geschichte haben wir inzwischen gehört. Was machst du hier für einen Scheiß? Jetzt mal ganz kurz. Wir haben uns tierische Sorgen gemacht. Lassen Sie mal die Kollegen mal sprechen. Wir suchen sie seit etlicher Zeit. Die Kollegen sind hier im Nahbereich. Wir fahnden. Ihre Schwester ist in Todesangst, so will ich es wirklich mal sagen. Ich dachte, du bist irgendwo im Graben. Das ist doch nicht dein Ernst. Also deswegen, was machen Sie denn hier? Wie, haben Sie eine Erklärung zu? Geht's Ihnen gut? Ja, also ich war joggen. Ich brauchte einfach mal ein bisschen Auszeit von meinem Freund. Ich war draußen, ich bin joggen gegangen und dann plötzlich war da so jemand, ich habe ihn gar nicht erkannt, der hat mich überwältigt und zum Glück, wirklich zum Glück, war mein Arbeitskollege Bender und hat mir geholfen. Also der war irgendwie da und hat den... Was hast du für Sachen an? Ja, das ist... Aber ganz ehrlich, stopp mal. Wenn Ben, Ihr Arbeitskollege, Ihnen geholfen hat, warum erzählen Sie uns denn hier so eine Geschichte aus der bunten Mappe? Ja, also dann können Sie auch gleich sagen, ja, das und das ist passiert und ich habe ihr geholfen und sie ist da und wir sind nicht mehr in Sorge. Ich verstehe es nicht. Ich glaube Ihnen auch nicht. Ich denke, vielleicht können Sie es nachvollziehen, dass das arme Mädel vielleicht einfach erstmal ein bisschen unter Schock stand. Ja gut, aber nicht, wir auch und die Schwester auch und der Schwager auch. Ja, es ist hier nicht ich habe ja nicht betroffen. Ich habe in dem Moment ja nicht unter Schock gestanden. Muri Demir und Isabel Telli sind überzeugt, die 30-Jährige und ihr Arbeitskollege verschweigen die Wahrheit. Aus welchen Gründen auch immer. Wo ist denn eigentlich Ihr Ehemann? Durch Zufall da. Ganz normal. Ihr Ehemann, der müsste zu Hause sein? Der sollte ja eigentlich, hatten sozusagen gesagt, glaub, hier der wollte eigentlich hier hinkommen. Kann er das sein? Nee, bleiben Sie mal hier. Bleiben Sie mal hier. Wir sind dafür da, wir machen das schon. Moin, moin, Sie sind wer? Nee, Licht, lassen Sie sich mal durch. Wer sind Sie überhaupt? Was machen Sie überhaupt hier? Machen Sie Winterdienst oder was machen Sie hier? Nein, ich muss sofort rein. Sind Sie der Schwager? Ich bin Eriksen. Ja, das ist der. Sie sind der Verlobte von der Frau. Von der Frau Lange? Sophia. Ja, ganz genau. Okay. Und ich weiß ganz genau, was hier passiert. Was passiert denn? Lass mich sofort da durch. Ich hau kaputt. Hier haut jetzt keiner den anderen kaputt. Ja, Sie fahren mal kurz mal runter und erzählen uns mal, warum Sie überhaupt hier sind. Punkt 1, Punkt 2 ist... Lass mich jetzt erstmal durch. Ich muss da unbedingt durch. Nee, Sie müssen da nicht durch. Sophia, nehmen Sie die Hände runter. Das ist alles eine verlogene Geschichte da. Nehmen Sie die Hände runter. Wieso verlogen? Ja? Was ist hier los? Warte mal, einer nach dem anderen. Boah, Sarah, weißt du was? Du kannst nicht mal. Ich hau dich kaputt. Das, ich hau... Hören Sie mal. Sie nicht, wissen Sie was? Mal. Hallo, ich hab mich betrogen. Ich habe alles ganz, genau getroffen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir hören Ihnen gerne auch zu. Die hat dich betrogen. Aber einfach ein bisschen ruhiger, ja? Nachdem der Verlobte den Betrug seiner Zukünftigen durchs Fenster beobachtet hatte, war er erst wütend weggerannt. Dann entschied er sich, die beiden zur Rede zu stellen. Ich habe sie beide gesehen, wir haben sich am Abend geknutscht und sind hier rein. Welche beiden? Hier, der Ihre Zukünftige? Ja, und hier und der Ben wieder. Den Arbeitskollegen. Ja, ganz genau. Ganz und die haben sich geknutscht, ja, denkst du auch zusammen? Ja, nee, sieht wir auch. Okay. Und deswegen haben die noch kaputt. Wenn ich dich irgendwann mal sehe. Du kümmerst mich die ganze Zeit um dich. Wir organisieren eine Hochzeit für dich, oder was? Ja, aber das wollte ich doch nicht. Hast du verstanden, ja? Ja, halbwegs, wenn die netten Hände... Nee, Sie bleiben erstmal hier. Sie bleiben da? Machen Sie das nicht. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Machen Sie das nicht. Du kannst mich am Arsch sehen. Und ich hau ich kaputt, wenn ich dich sehe. Ne? Wenn ich dich in den Finger... Also, mal ganz ehrlich. Ganz ehrlich, wenn es so stimmt, dann kann ich Ihren Zukünftigen oder jetzt vielleicht auch nicht mehr verstehen, ne? Dass er jetzt gerade so emotional reagiert. Und ich wollte dich heiraten. Ja, ich wollte dich heiraten. Stimmt das, was er gerade sagt? Haben Sie eine Affäre oder wie darf ich das verstehen? Ja, das stimmt, aber ich liebe ihn, aber es ist einfach... Und was hat das mit dem Überfall zu tun? Wollen wir das kurz hier drinnen vielleicht klären? Ja, also es gab wirklich einen Überfall, aber... Ja, klar. Wir gehen alle mal rein und dann klären wir das drinnen. Die Beamten befürchten, dass die Situation zwischen dem Verlobten und dem Geliebten erneut eskaliert, wenn die ganze unschöne Wahrheit ans Licht kommt. Also wenn ich kurz darf, das ist relativ anders gelaufen. Ein Faktor ist... Ich habe sie halt auf der Arbeit kennengelernt, sie ist erst kurz bei uns auf der Arbeit. Okay. Mir ist es ja egal, dass sie einen Freund hat oder nicht, oder Verlobten. Wir hatten halt was miteinander und wir hatten heute halt auch was halt auf dem Parkplatz. Wir haben uns extra getroffen. Ja. Super. Ich sage jetzt einfach mal, während wir im Gange waren, jetzt zu mir hat halt eine die Chance ergriffen, hat ihr Beifahrertür aufgerissen und hat uns die Klamotten weggenommen.
Wer? Irgendeinen, den können Sie aber nicht beschreiben, eine fremde Person, okay. Dementsprechend haben wir zumindest war es ja noch beschlagen, in dem Moment, wo die Tür wieder zu... Hat er sie beklaut oder... Also Klamotten halt weg, alles was auf dem Beifahrersitz lag. Also viel war auch nicht genau mit der Geldbörse und mit der Karte. Geldbörse, Klamotten, nur einen Schuh und so weiter. Dann habe ich sie natürlich erstmal mit zu mir genommen. Ich kann sie jetzt auch nicht so dann wieder nach Hause schicken. Okay. Gut, was ist mit ihm? Das ist ja nicht mein Ding, aber das ist nicht mein Bier. Aber der Faktor war halt, wir hatten was und wurden dementsprechend dann halt beklaut. Das konnte ich natürlich nicht so nach Hause laufen lassen. Ja. Gut. Okay. Und sie stand eben halt einfach noch so unter Schock und alles war so fertig. Deshalb habe ich gesagt, sie ist halt nicht hier. Man versucht ja auch irgendwo jemanden zu schützen. Als man dann letztendlich erfuhr, worum es hier eigentlich tatsächlich ging, muss ich wirklich sagen, da schlagen dann zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen war ich natürlich erleichtert, dass es sich hier nicht um eine Vergewaltigung oder Ähnliches handelte oder eine Entführung, wovon man ja erstmal ausgehen musste, sondern letztendlich ja mehr oder weniger um einen zukünftigen Ehebetrug oder wie will man das jetzt bezeichnen. Die Dame hat hier eine Affäre und ist aber eigentlich verlobt. Das kann natürlich nicht sein. Also ich möchte jetzt nicht in der Haut von dem Zukünftigen stecken. Der hat jetzt wahrscheinlich Herzchenschmerz, ja, verständlicherweise. Aber eine Straftat liegt nicht vor. Das müssen die jetzt für sich klären. Mhm.